Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Immortals Phoenix Rising. Hä? Oh, warte. Ich muss meinen Controller nehmen, jetzt habe ich gerade PC-Ding gehabt. Welch edler Held ist bloß gewillt zu sammeln Bänder, Wein und Schild. Ein Opfer, das ihm hilft zu ruhen. Er wollte stets das Beste tun. Die Zeit verrinnt. Ich muss schnell fort. Schmück du sein Grab an diesem Ort. Jemand hat all das in ein Brett geritzt? Wenn er nicht seine ganze Zeit mit Dichten verschwendet hätte, hätte er seinen Freund begraben können. Jetzt muss Phoenix also Bänder, Wein und ein Schild besorgen. Früher gab es sowas nicht. Da haben sich die Helden noch konzentriert. Der schnellste Weg ist nicht immer der von Alpha nach Beta, weißt du? Okay. Wie gibt's das hier? Oh ja, tatsächlich. Das ist eine Quest. Ein angemessener Abschied. Okay, die sind hier alle. Dann können wir das ja schnell... Ach, verdammt, ich komme mit der Hauptquest nicht weiter. Ich habe eigentlich vorgehabt, mich auf die verdammte Hauptquest jetzt erstmal zu konzentrieren. Was ist dann stattdessen? Erst mache ich den Dreck mit dem Hermes, der eigentlich nur Schwachsinn war, bis auf das dämliche Pferd gekriegt habe, wo ich einfach noch nicht weiß, wie ich es rufe. Und ich auch keine Lust habe, nachzuschauen. Ein Scheiß da. Wein! Na hallo! Endlich etwas, das der Aufmerksamkeit wert ist, anscheinend. Du bist so ein Trottel, ey. Dafür wird es doch nicht sein. Ernsthaft? Nur damit es schwerer ist? Ja, letztes Jahr ist ja das Spiel immer wieder kankt, ne? Also ich hoffe mal, das ist jetzt besser. Ich habe jetzt was eingestellt. Ich weiß nicht, warum OBS so rumspackt, Alter. Das ist doch eigentlich ein gutes Ding. Aber manchmal denkt man sich, das macht Probleme, bloß weil es kann. Warte mal, wollte ich nicht noch irgendwas holen? Ah ne, das ist gar nicht hier, ne? Oh, das ist eine Etage weiter. Warum leuchtet er? Der andere ist her. Ja.
ihr wollt mich doch verarschen! Wieder halt einen trotzdem erwischt, ne? Ey, das ist doch zum Kotzen, ey. Willst du mich... Nein. Ey, und er erwischt mich halt trotzdem so ganz knapp vorne. Kurz warten, komm, lade ich doch schneller auf. Warum braucht das so lang? Braucht es im Kampf immer so lang? Sag mal, jetzt mal ernsthaft. Die Insel gehört doch eigentlich zu dem Stück. Warum ist denn die so schwer? Holy shit, und dann ist es auch bloß eine dämliche Spezialkiste. Und dann gibt's halt nur 15 rote Dinger. Achso, Waffe der Ewigkeit. 26 Schaden mit Machtwirbelabschluss, während die Kombo-Anzeige plus 30 zeigt. 52 Schaden für 6 Sekunden nach perfekter Parade. Plus 50% Betäubung mit Axtgegenangriff. Ich glaube, ich nehme wieder die da.
ist denn das? Da ist es. Ist zufällig da oben? Schau doch nach Haus. Oh ne, nicht Hühnchen. Ja, ich hab schon das erwartet, du Miststück. Questbereich, ja schön. Ich brauche ja erstmal irgendwas zum draufstellen, ne? Oh Gott, bin ich ein Trottel. Oh, shit. Die hätte ich alle dafür nehmen können. Scheiße, jetzt muss ich halt viel sagen. Diese Kuh kommt mir bekannt vor. Was ist Io? Die Nymphe, mit der du mal was hattest. Hera hat sie in eine Kuh verwandelt und ließ sie von einem Riesen bewachen, um dich von ihr fernzuhalten. Na, klingelt da was? Vielleicht. Weißt du, mit der Zeit verliert man den Überblick. Die ist Io? Wow. So, das nur. Nächstes Mal schmeiß ich Aschisteine und zerleg sie dann hier oben. Im ganzen Hokuspokus war Phoenix eine Schildträgerin. Dann sollte sie wenigstens in dem Teil gut sein. Phoenix hat viele Talente, viele Gaben. Okay, deswegen waren die auch so stark, weil die was bewacht haben. Aber wir haben echt keine Heilung mehr, was kacke ist. Ja, dachte ich mir schon. Schildträger. Du weißt, da gibt's einen Typen, der kämpft, und da gibt's eine, die wohl ein Schild trägt. Super. So der Scheiß allein. Ja, so, dass es gereicht hat. Du wolltest, dass Hermes Io befreit. Also hat er dafür gesorgt, dass der Riese einschläft und sie zurückgeholt. Echt? Gute Idee von mir. Ja, also war die dann doch dann nicht mehr, oder was? Bänder! Ha, du wirst bildschön aussehen! Wäre ich jünger, würde ich mich in einen Schwan verwandeln und dir den Hof machen. Du weißt, dass du das schon mal gemacht hast, oder? Die Mutter der Zwillinge? Oder lässt dich dein Gedächtnis im Stich? Diese Opfer sollten für ein angemessenes Begräbnis reichen. Ja, ja, gut, gut. Wirf sie hin und kümmere dich um meinen Auftrag, Sterbliche. Wir haben keine Zeit für solche Nebensächlichkeiten. Oh, warte mal. Da ist ein Schild davor.
Fliegen wir einfach mal einen Bogen. Scheiße, wo zur Hölle sind wir? Okay, ich kann wirklich außen rum fliegen. Steinglanzbrustplatte. Könnte das nicht zu dem Medusa-Outfit-Zeug? Füllt 140% eines Gesundheitsfeldes auf, wenn ein Gegner betäubt wird. Was hat das da? Erreichen in einer neuen Kombophase 70% wieder auf. Ich glaube, ich bin eher dafür. Schaut doch ganz cool aus. 22% Schaden gegen einzigartige Gegner. Unverwundete Gegner, Schaden mit dem Schwert, Schaden mit der Axt. Also 6 Sekunden lang plus 44 Schaden, wenn der Gegner betäubt wird. Ich bin ja eh eher dafür, das zu betäuben. Ja, ist nur eine normale Tour. Ach, wenn wir schon dabei sind, scheiß drauf. Verdammt, komme ich da auch hin? Wie ich die Truhen immer aufmache, ey. Warte mal, ist da drüben schon wieder was? Was so ein Gelbes? Was brauche ich das Gelbe nochmal? Das war, glaube ich, für die Pfeile. Irgendwie sowas. Ja, es scheint, glaube ich, echt besser zu laufen. Das ist echt das Problem gewesen, weil auf derselben Festplatte. Dann muss die Festplatte halt zwei Programme benutzen und dann ist es schon wieder blöd. Auch wenn es eine SSD ist. Ist gleich das da hinten, oder? Kein Schwimmzug, Alter. Das ist ein Hechtsprung. Oh, ist er das? Ja, was geht ab? Dank der Opfergaben und des Weihrauchs würde der arme Soldat endlich Ruhe finden. Wenn Hermes ihn zu Charon geleitet hatte. Vielleicht geleitet Phoenix nun uns etwas näher zur Lösung unseres Problems. Mangelnde Konzentration? Für mich sieht es aus, als hätte Phoenix das große Ganze im Blick gehabt. Nein, Phoenix hat einfach nur irgendeinen Scheiß gemacht, weil es gerade da war. Und ich mir gedacht habe, hey, wäre doch ganz lustig, wenn wir das mal machen. Und jetzt machen wir dann das mit dem Daedalus noch. Und dann haben wir diese Nebenquests durch und dann scheiß auf den Rest, ey. Dann machen wir einfach mal die Hauptquest weiter. Bis ich dann wieder irgendeinen anderen Mist finde. Verdammt. Zu viele Elektra, die dir die Taschen schwer machen? Ach, halt die Schnauze. Dann erstmal die Tränke. Maximal herstellen, maximal herstellen. So. Yes, 8440. Boah, wie es auf 168 Schaden hochgeht. Hä, was war da jetzt? Axt der Atalante. Kann ich die weiterentwickeln? Nee.
Achso, in der nächsten Stufe ist es dann bloß. Aha, okay. Verbessern. Ansonsten bringt mir doch nicht. Ich brauche ja dann da 2,3 und 6,40. Ja, habe ich alles nicht. 8,35 kann ich auch noch machen. Mehr Tränke. Ja, scheiß auf mehr Pfeile. Ich benutze eh fast nicht. Ich muss die Pfeile verbessern, damit es Sinn ergibt. Ambrosia. Oh, ich habe sogar schon 10. Blitze habe ich, da habe ich glaube ich bloß 4, ne? Ja. Schade, es müssen aber wieder 20. Da können wir hier wieder was ab. Kann ich das nochmal verbessern? Nee. Was ist das Zeug? Wie war denn das mit dem zum Gegner hinziehen? Hatte ich das nicht auch? Ausweichen. Bogen interessiert keine Saison. Warte mal, wo war denn das? Ah ja, das war hier. Ah, okay, das direkt einen anschmeißen habe ich gar nicht gemacht. Und das. Warte mal, ich kann das. Ich kann mir die Dinger kaufen? Ihr verarscht mich gerade, oder? Ich dachte, ich bekomme die, wenn ich die freischalte. Shit. Ja, das war dumm. Das gebe ich offiziell zu. Es war dumm. Der Clan Gegner in die Luft schleudert, verursacht 228 Schaden und 1128 Betäubung. Wow. Letzter Treffer. Scheiße. Ich dachte mir schon, ja, super, die Shadows Münzen sind ja eigentlich ziemlich für den Eimer, weil es fast nichts bringen. Erhöht die Anzahl von Treffern für Zorn und Ares auf 4, richtet bei 390 Schaden an. Da ist nur einer, oder was? Besser aufgeladene Zorn des Ares. Wow. Holy shit. Also das wäre dann... So. Alter. Verbrauch 4 Ausdauerfelder. Ja, shit, die Ausdauer wäre dann doch ganz wichtig, ne? Dammit! Willst du was kaufen? Ich hätte da was. Du kannst mich, deine Dinge interessieren mich gar nicht. Oh. Ah ja, wir können mal speichern. So, Daedalus schwingen. Daedalus Zeugs. Das ist da. Das heißt, wir könnten vielleicht von hier, von der Schmiede, von der Götterdings da aus, einfach hindonnern. Ja, schwing, es ist nicht so bunt. Verdammtes Ares-Ding hätte ich mir schon viel länger holen müssen. Ich dachte immer, das ist halt wie in vielen anderen Spielen was zum Freischalten. So ein Scheißdreck. Oh ne, die Kotierung ist doch wieder. Ey, du wirst mich doch verarschen. Warum spackt OBS immer wieder rum, ey? Höhle des Kriegers. Das ist auch die Bitrate so hoch eingestellt. Ja, vielleicht das sagt die meisten wahrscheinlich eh nichts, aber. Alter, jetzt habe ich schon 2 Tränke benutzen müssen. Donner mir jetzt gar hin. Ja,
Du kommst wahrscheinlich mit mehreren Trecken über die ganze Map, ey. Von jeder Statue aus. Also fast so weit, wie du Bock hast. Den Rest laufen wir jetzt halt. Noch einen Trank will ich jetzt da. Ja, das sind gleich neue Dinger für den Trank. Und ein blauer Kristall. Der nur 138 gibt. Hurra! Da ist Ambrosia drin. Dann gehen wir halt nach oben. Ach, dann ist es unten, ist dann der Hammer, ne? Den wir freischalten können. Oh, ich hätte mir wahrscheinlich schon so viel Zeug sparen können. Was ist hier los? Ach so, ja, stimmt. Das warst du, als du den Hinweis gesucht hast, oder, Phosphor? Nein. Die hohle Schönheit der Gewalt ist der güldene Griff an einer Messerklinge. Das kenne ich irgendwoher. Die armen Häuser dieser Menschen. Halte mich ruhig für schwach. Aber immerhin versuche ich nicht nur für meinen Stolz zu leben. Und was ist mit dir? Ich sehe nix. Hallo? Jetzt. Wow. Treffer. Muss ich das jetzt dann einschieben, damit der Laser da nicht durchgeht? Scheinbar. Ah, warte mal. Genau. Tada! Ich bin ein Genie. Oder auch nicht, weil der jetzt hier voll eingebaut ist. Schön an der Wand entlang und... Ein Hinweis. Wo wilde Bären leben, lagern König Kokalos Reichtümer und warten darauf, in Tempel und Gärten verwoben zu werden. Erwärmt vom Blut meines Herzens und den feurigen Quellen meiner Tränen. Sprich laut, mein Liebling, wenn du den Schlüssel drehst und du kannst meine Schatzkammer betreten. Namen der Liebe. Dahin. Gelange zur Schatzkammer. Belohnungen, Flügel und neues Ding von Phosphor. Ja, kann man alles brauchen. Ich will ihm ja nicht so knausrig sein. Wie sagt man? Knausrig ist das falsche Wort.
ablehnen? Ach, ich habe keine Ahnung. Lass mich in der Ruhe. Einfach nur einen Schatz abgreifen. Ist gleich das da, oder? Deswegen kam hier doch vorher nicht rein. Das ist Daedalus Schatzkammer. Sprich laut, mein Liebling, wenn du den Schlüssel drehst. Dein Sohn, Ikaros. Oh nein, der Schatz. Er ist in den Tartaros gefallen. Nun, wir sind schon so weit gekommen. Was, Phosphor? Wow. Dass denn jeder Scheiß in den verdammten Tartaros fällt. Danke für nichts. Oh geil, noch mehr Laser. Okay, den knall ich da drauf. Dafür nehme ich den und leg den da drauf. Erwartet, dass du ihn auspeitschst, da er dir Schande gebracht hat. Ich dachte, er würde nie fragen. Was? Nein! Niemand verdient Schmerzen, weil er einen Fehler gemacht hat. Lern einfach daraus und mach es nächstes Mal besser. Aber ich war nicht perfekt. Niemand ist perfekt. Ich habe dich trotzdem lieb, Phosphor. Wirk. Warum kommt der eigentlich hier rein? Was soll der Scheiß eigentlich? Okay, was passiert, wenn wir das aktivieren? Dann geht das weg, aber wenn wir das aktivieren, aktivieren sie die anderen Dinge? Jo, das heißt, hier muss auch was neu. Scheiße, ich habe nochmal bloß so ein Ding. Kann ich eigentlich nochmal eins machen? Lass mich raten, ist es gleich wieder weg. Ja. Okay, aber dann sind dann... Genau, das ist das Problem. Ah, ich bin Trottel. Mach einfach so. Und so. Dann nehmen wir das da. Das aktiviert dann das, ne? Dann muss ich das aktivieren, damit das ausgeschalten wird. Hallo? So, jetzt geht das weg. Ich kann das machen, oder? Muss
bloß dahin stellen, wo der... Genau. Dann wird das aufgehalten und dann können wir das machen. Fuck, das schaut nach einem Bosskampf aus. Ach ja, der Greif, ne? Die Bilder von sich selber hier aufliegen, der Penner. Ja, es kommt der Greif. Da ist er, der Schatz. Und was soll das sein? Hat jemand Schatz gesagt? Ha! Sieh an, wir haben es geschafft. Phosphor und ich. Feuer und Flamme. Schnappen wir ihn uns und verschwinden. Hab vielen Dank für alles. Es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Phoenix, lauf! Eine Falle! Mein kleiner Feuervogel, was hast du getan? Wir hatten einen Plan. Ich treffe dich mit dem Blitz, damit du ihre Hilfsbereitschaft ausnutzen und mir den geflügelten Dieb bringen kannst. Und stattdessen hilfst du ihnen? Wir beide haben keine Zukunft. Ab ins Nichts mit euch beiden! Und er ist. Oh, das soll aber nicht lang halten. Machst du Scherze? Du hast uns gerettet. Andererseits hat Phosphor uns auch fast umgebracht. Er hat am Ende das Richtige getan. Nur das zählt. Wer's findet, darf's behalten. Wer wegrennt, kriegt nichts ab. Ach, ihr beiden und eure altbackene Ehre. Spaßverderber. Ich hau rein. Hier, Phosphor. Nimm den Kern. Deine Schuld ist beglichen. Du bist nun frei. Du willst bleiben? Bei mir? Na dann, los! Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich dich nerven werde mit meiner Anteilnahme und dem Durcheinander und den ewigen langen Geschichten von Helden und Göttern und... Du hast dich entschieden und kannst es nicht zurücknehmen. Du bleibst bei mir. Hey, da war noch eine Kiste. Ich will die Kiste haben. Was soll der Scheiß jetzt? Beglichene Schuld. Das ignoriert er, was soll der Scheiß? Oh, der gibt auch nur noch 11. Oh, 68. Ja, okay, geht auch noch. Oh, da ist ein großer Riese. Ich
Ja, wegfliegt. Mach's gut, ihr Trottel. Da ist noch ein Minotauros. Was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt können wir die Hauptquest weitermachen, verdammt nochmal. Jetzt haben wir eigentlich auch alle Nebenquests aufgelöst, ne? Da. Warum spackt das so rum? Ich versteh's nicht. Verdammtes Aufnehmen, ey. Entschuldigung, wenn ich wegen viel Maul, aber das geht mir gerade echt auf, tierisch auf den Senkel. Ich habe so viel ausprobiert. Dann haut es zum größten Teil 90% hin und jetzt hier bei dem Spiel spackt es wieder rum. Das, was wenig braucht, wie die anderen. Vergessliches Automatending. Künstlerei. Sag ich doch. Sieh mal, hier sind deine Hände. Fleißige Typhon-besessene Mögerin, du steckst voller Überraschung. Halte still, während ich... Nein! Hephaistos Funke. Das. Keine Ahnung. Du erinnerst dich immer noch nicht? Nein. Nur eine Sache. Ich habe dort gearbeitet. Perle der Sturmsee. Schmiedefeuer entflammt. Weises Kind überzeugt. Federleichter Verstand. Schmiedefeuer entflammt. Schmiedefeuer entflammt. Deine Schmiede ist Teil der Prophezeiung. Das muss die Antwort sein. Du musst dich erinnern. Die Schmiede, das leuchtende Segensding, das gerade aus deinen Händen kam. Du bist ein Gott. Wie nett von dir. Ich finde dich auch super. Nein, ein richtiger Gott. Zu Hause habe ich Dutzende Geschichten über dich erzählt. Mythen, Legenden, Götter, Monster. Das alles. Du bist Hephaistos, der Gott der Schmiede. Erinnerst du dich? Ich dachte immer, ich wäre ein Peter. Paul vielleicht. Das klappt so nicht. Wir müssen dein Gedächtnis wecken, um deine Essenz zu finden. Denk nach. Wie setzen wir die Schmiede in Gang? Lüftungsschächte führen 4 Kohleöfen Luft zu. Ein Netzwerk von Kanälen muss eisiges Wasser über Wasserräder zum Gipfel bringen. Die Verbrennung wird zentral über 2 Mechanismen im Kern der Schmiede gesteuert. Woher weißt du das? Was weiß ich? Vergiss es. Lüftungsschächte öffnen, Feuer entzünden, Wasserräder drehen, dann was mit Mechanismen. Bleib hier und lass deine Hände nicht entfleuchen. Anstatt einen Topf mit Früchten anzumalen, wie wäre es, wenn ich ein Bild von einem Topf mit Früchten male? Okay, mach das, während ich irgendwas anders mache. Holy shit. Übertreibt's halt? Gibt's irgendwas zum Porten? Nein, gibt's natürlich nicht.